We're joining just fucking chatting. We starting off with Sutter Hugo. Sutter Hugo, my man. We start with Sutter Hugo. I've seen a few videos of him, Sutter Hugo. Pretty nice guy. Sutter Hugo is like German meme content. And very funny, very nice. Guys, get your popcorn, man. Get your popcorn and we look for Sutter Hugo. Let's go. Du bist mir voll sympathisch. Was machst du so beruflich? Alter, der Ogertanz. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Weltrekord jetzt in Schlammkraxler. Oha! Jetzt werde ich sie auch durchsuchen. Oh ja. Der Bro enjoyt ein bisschen zu sehr. Eine Salatgurke und ein Ball? Oh shit, Mann. Das ist eindeutig. Bester Squad-Stream auf Twitch. Mango lecker. Für den Stream. Eine Paprika. Ja. Wir sind so dumm. Ein kleines. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, Freunde, das Teil hat einfach 750 Kubik, Digga. Ich dachte PS. Oh mein Gott. Ich hab gerade gedacht, oh mein Gott. Ich dachte auch, er sagt PS. Ich dachte auch, what the fuck? Oh mein Gott. Rieft im kompletten Tiefschlaf. Alter, what the fuck? Sieht aus wie dieses Sloth. Und was schauen sich die Mods an? Antonia, wakey wakey, it's time for school. Oh mein Gott. Der Arm bleibt unten. Der hat irgendwas Weibliches irgendwie. Der hat irgendwie 20% Weiblichkeit in sich. Keine Ahnung, Alter. Und ich stecke jeden Abend in 100% Weiblichkeit. Chat Poggers, oder? Oh, Mann. Was, der? Der hat mehr Titten als jede Frau, die ich bisher gesehen habe, der. Und sagt zu mir, ich habe weiblich... Ich habe... Big F an Janino. Irgendwas Weibliches an mir? Merch für direkt zum Teammates-Merch. Findet man das, wenn man das hier eingibt? Teammates... Ach so, chillig. Du kommst doch direkt schon. Okay. Alright. Okay. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Alright. Auf jeden Fall vielen Dank an EMP. Wer ist das ja wohl? Gut. Ein Helm für ein Huhn? Ein Helm für ein Huhn? Keiner meiner Mods hat ein Huhn. Aber wir machen ist so. Kurz ein Thumbnail für Timo. Oh, immer wenn Kevin das Maul so aufmacht, würde ich so gerne meine fette Salatgurke. Oh. Danke für die Games. War sehr, sehr nice. Scheiße, Alter. Der arme Kevin. So ein fucking Clown. So ein fucking Clown, Mann. Ja, bestimmt. Kevin auch so geil. Er schreibt mir 4 Uhr nachts. Ey, Bro. Ey, Bro. Ich so, ja, was? Er so, nichts. Ich dachte, ich wär in Hamburg, aber war doch nicht. Ich so, okay, danke dafür, Kevin. Geht bestimmt leicht. Ja, das geht nicht, weil meine Hände nass sind, sonst wird's gehen. Meine Mods sind so gigastupid, Mann. Ihr könnt kein Supple-Mode in einem Chat machen, als Chant, wo keiner fucking Sub ist. Holy shit, Mann. Gigastupid Mods. Er tritt einfach in den Boden. Dann hat sich doch meine Scheune vermietet. Tanzverbot um 3 Uhr in der Nacht. Ich muss schlafen. Oh nein, Mann, Junge! Alter, der hat so eine geile Sexbude da. Vielen Dank. Ey, wieso geht mein Stuhl immer kaputt? Hä? Hab ich nicht gerade hungriger Konzept? Dass Saschas Nasenlöcher auch als Autoreifen durchgehen würden. True, aber. Nein, was? Ach so. Das musst du ja jetzt bewerten. Okay, niemals. Fake. Würde eigentlich schon gehen. Ich männlich 17 beichte, dass ich ein kompletter Lauch bin, aber trotzdem Sascha Lauchiger ist. Hugo, du Ehrenbruder, danke schön, dass du die App benutzt. Mach weiter damit. Hugo, Ich mach dir jetzt ein Angebot, hungriger Hugo. Wenn du die Hype-App benutzt, ja, das Licht passt doch gerade. Ich gebe dir 10 Euro und ich würde noch einen Knopf mehr aufmachen. Okay?
Hugo? Haben wir einen Deal? Hugo, haben wir einen Deal? Ich mache noch einen Knopf mehr auf. Ah, aber den Rest zeige ich dir privat, okay, Hugo? Okay? Okay? Zehner und ich mache einen Knopf auf für dich, hungriger Hugo. Geil, hoffentlich ist hungriger Hugo über 18, sonst komme ich in den Knast, Alter. You know that you can. Call me when you want. Bitte nicht klippen und an ihn schicken, weil wenn der unter 18 ist, komme ich ins Gefängnis. Danke. Nein, was? Ich beichte, dass ich die Nasenlöcher von Sascha von hier sehen kann. Ich männlich 17 beichte, dass ich eine Nasenlöcher-Fetisch habe. 23, werde ich... Alles klar, viel Spaß beim Rauchen. Das ist männlich. Wer kommt von der Seite? Patrick 1-0 und wieder. Und wem ist das Setup? Ah. Ey, ja, übertreib gleich, du dummer Alter. Bro, this guy is pogging IRL. Okay, warte mal. So chillig wie Kevin einfach kein Kind mittlerweile mehr hat, Alter, dieser fucking Echsenmensch. Ich bin da dran, oder? Oha, lässt dir das gefallen, Julian? Guck mal, der macht Fotos. Der macht Fotos. Hallo. Mein ganzer Chat ist so lost und sagt die ganze Zeit, England darf gar nicht mitspielen bei der Europameisterschaft, weil sie aus der EU ausgetreten sind. So nämlich. Alter, das ist genau das, was ich jetzt brauche, Alter. Ja, Mann, let's go, Alter. Steht da, ist das eine Flasche Wodka? Ist das eine fucking Flasche Wodka? Ola, we got a fucking drinking problem over here, mate. Get your fucking shit together, Killian. Ja, Digga, aber das ist doch, das habt ihr doch auch schon mal gemacht, oder nicht? In den Garten geschissen? Ja, nicht in den fremden Garten. Also, in dem Stream war ich komplett raus. Keine Ahnung, bei uns war das halt so ein Ding damals. Oh. Da war eben was auf dem Boden gewesen. So, liebe Freunde, wir sind schon in der Nähe des Münchner Flughafens. Zu Ihrer linken Seite sehen Sie Felder, denn wir sind in Bayern. Zu Ihrer rechten Seite sehen Sie Felder, denn wir sind in Bayern. Wir machen uns bereit für die Landung. Was? Oh, nein! Stopp! Was? Oh, das ist jetzt ungünstig. Bruder, runter mit dir! Hör auf, dich zu drehen! Oh, nee. Runter mit dir! Ich hab's gehört. Habt ihr's gehört, Chat? Der Laptop macht Laptop-Geräusche. Oh mein Gott. Max ist mit allem, was er macht, ein Meme-Mann. Ich habe mit Sascha 4 Stunden darüber geredet, mit Max. Wir haben Max versucht zu erklären, dass er wirklich der krankste Lost-Guy der Welt ist, dass er das heftigste Meme aller Zeiten ist, dass er so giga-trash-stupid ist. Und Max meinte einfach nur, und Max hat wirklich einfach nur gesagt, nachdem wir 10 Minuten auf ihn eingeredet haben, okay, mehr hat er nicht gesagt! Mehr hat er nicht gesagt! Wir sind in diesem Nussrett-Getränk gekommen. Ich guck so ein bisschen rum, genieße so einfach den Moment und dass du halt so ohne Dach irgendwo in einem Restaurant sitzt mit den Jungs an einem großen Tisch und ja, mein Mann. Kopf geht so rum. Überchillig. Ich guck so zu Max. Guck weg und ich guck wieder so zu Max. Vor Max standen für ihn Bier, Uso, Wodka Bull. Bier, alkoholischen Getränke. Die waren innerhalb von 10 Minuten alle leer, Digga. Und 2 von den Getränken haben sich nach 10 Sekunden verabschiedet. Digga, Max ist so einfach eine, also... Und 2 Bier, die er einfach auf Ex runtergezogen hat, weil er darauf bestanden hat, dass Nico die Zeit misst. Wake me up before you go, go. Vorsichtig. Neuer Versuch. Dich nicht so tief, Rüdiger. Ja, es ist ihn gelandet. Der packt Feenpust aus. Danke, Digga. Ey, no joke, vielen Dank, Mann. Neue Zahnbürste, holy shit, und rein damit, Junge. Die ist echt hässlich, Mann. Bro, die sieht wirklich nicht geil aus. Das ist so, das gibt mir so öffentliche Toilette-Bürsten-Vibes. Mhm. Oh, wir müssen morgen Sport machen. Rief nach 2 Minuten Sport. Ey. Ey. Antonia ist so ein krankes Tier, die hat mir Madeira so geil eine reingehauen. Fucking hard. Einfach Tier. Sehe ich krass aus jetzt. Welchen Lambo ich auch krass finde, ist bei Straight Outta Compton. Der weiße Ferrari, der Testarossa von Dr. Dre. Fand ich auch krass. Na
Okay, das war clean. Sehr, sehr clean. Halt dein Maul, Alter, wirklich. Ich weiß nicht, wie Kevin nur ein T-Shirt hat. Die Hände riechen schon nach Knoblauch, jetzt sind sie auch noch rot. Jetzt riechen sie nach Rot und Knoblauch. Weil kommt auf an, ob du jetzt noch weiter streamst oder nicht. Weil dann kannst du aber nicht die Kamera benutzen, weil die brauche ich ja zum Duschen. Bitte? Ist das Paid Content, Antonia? Kann man da... Ich will Kevin nie wieder besuchen gehen. Was ist das? Ist das ein Schuh? Ist das ein Schuh? Wenn man die neue Hype-App öffnet. Ey, fucking Dark Mode kommt. Entspannt euch, Mann! Also ich sag mal, wenn du aus Versehen mal so leicht, ja, so ein Fahrradfahrer, der so hungriger Hugo-Zuschauer ist, mal leicht berührst, wäre nicht so schlimm. True. Oder wenn man einfach mal so eine Grundschulklasse, wo alle hungriger Hugo schauen, einfach komplett alle verprügelt, ist fein. Aber alle anderen solltest du bitte aufpassen. Danke, Bro.